Wollen Sie noch von mir? Denken Sie nach. Lassen Sie keine Details aus. Ich habe Ihnen alles gesagt, was ich weiß. Sind Sie auch ganz sicher? Ich weiß nicht, wo die Nachricht ist. Nehmen Sie dem anderen die Tüte vom Kopf. Wie ist Ihre Erinnerung, Corporal? Ich habe Sie was gefragt. Ich habe Sie gehört. Geben Sie ihm noch eine. Davon möchte ich abraten, Sir. Er hält das aus. Corporal Dwayne Hicks, TQ40482151E9. Das ist alles, was Sie bekommen. Wir beide wissen doch, dass es nicht wahr ist. Ich möchte über die Ereignisse reden, die uns hierher geführt haben. Was zum Teufel haben Sie mir da gegeben? Eine Anregung. Sie haben alle auf dem Planeten getötet. Bis wir Burkes Übertragung erhalten hatten und auf LV426 angekommen waren, war der atmosphärische Prozessor leider schon kritisch. Alle Xenomorph-Exemplare wurden zerstört. Zum Glück haben das abgestürzte Alienschiff und seine kostbare Ladung die Explosion unversehrt überstanden. Als wir entdeckten, dass Lieutenant Ripley, das Kind und sie selbst LV-426 an Bord der Sulaco verlassen hatten... Ihr Name war Newt. Eigentlich war er Rebecca. Wir haben den Forschungstransporter Legato und seine Ladung von LV-426 aus losgeschickt, um die Sulaco abzufangen und zu helfen. Noch ein paar Dinge vertuschen. Das ist unwichtig. Ach ja? Und wie ist das gelaufen? Ich habe gehört, es lief nicht wirklich gut. Von diesen Dingern im Gesicht. Ja, aber es war tot. Mir geht es gut. Wo sind wir? Was passiert hier? Soweit ich das sagen kann, wurden einige von uns aus dem Hyperschlaf von irgendwem oder irgendwas hierher gebracht. Haben Sie Ihre Eltern gesehen? Nein. Ich erinnere mich nur noch daran, wie Sie mich finden. Ihre Eltern müssen noch im Hyperschlaf sein. Sie müssen hier verschwinden. Suchen Sie sich einen Weg aus dem Schiff. Ich muss zu Ihnen. Hören Sie zu. Denken Sie nicht an Sie. Sie müssen von diesem Schiff runter.